vhr-maischlager.de. Liebe Guten Zuschauer, falls aus dem Nachbarhaus oder Ort irgendwelches Gekreische kommt, es sind die Mädels, 100 pro, denn er ist hier. Luca Henny, ich sag. Hallo Luca, Hi. Geht's dir gut? Ja, mir geht's super. Du siehst fit aus heute Morgen. Ja, bist du fit? Für diese Uhrzeit, ja, danke schön. Wir zeigen die Uhr nicht. Wir zeigen die Uhr jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall früh. Also auch noch nicht so lange wach, aber jetzt schön hier hingefahren. Also cool, ja, mir geht's gut. Hattet ihr einen weiten Weg hierher? Ne, wie lange? Dreiviertel Stunde? Oh, es geht. Genau, ganz easy. Ja, wir haben schon hier ein Hotel in der Nähe gesucht. Ah ja. Dass wir dann morgens ja, gerade hier hinkommen können. Genau. Ja, es ist ein bisschen ein kleiner Wildfang. Ja. So, gell? Schon. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid gerade 2 Wochen schon unterwegs in Deutschland. Ja, genau. Wir machen halt diese Autogrammstundentour, um mein neues Album halt Living the Dream allen Leuten zu zeigen. Und wir haben auch immer so spezieller dabei ist, dass wir vor der Autogrammstunde immer noch so ein kleines Live-Konzert haben. Das mögen die Fans auch und macht es für mich auch ein bisschen spannender natürlich. Klar. 2 Wochen. Also wenn du 2 Wochen jetzt immer nur Autogramme schreibst, irgendwann so, oh. Ätzend, ja, aber wenn du davor noch ein bisschen singen kannst, performen kannst, dann macht das noch viel mehr Spaß. Und ja, jetzt sind wir noch bis nächsten Mittwoch unterwegs, das ist nochmal so eine halbe Woche. Genau, es ist eine geile Sache auf jeden Fall. Klar. Und dann geht's weiter in die Schweiz. Dann geht's wieder weiter in die Schweiz, dann haben wir 2 Tage Promo, auch wieder fürs Album. Danach bin ich im DSDS-Finale. Mhm. Danach auch bald, bin ich beim ZDF-Fernsehgarten. Ja, das geht ja immer so weiter. Ich weiß gerade nicht alles im Kopf, aber auf jeden Fall voller Terminkalender, ja. Glaube ich. Wie war das für dich? Viele da draußen, ihr wisst, Luca ist Sieger von DSDS 2012. Genau, ja. Wie war das für dich? Wir hatten ja schon einige jetzt von DSDS da, aber noch nicht diesen Sieger. Was hat sich alles in deinem Leben geändert? Ja, alles. Ganz viel. Also ich meine, früher bin ich halt jeden Morgen irgendwie 7 Uhr mit dem Fahrrad schon zur Baustelle gefahren. Hab da, ja, ein bisschen Häuser Stimmt, gebaut. Stimmt, du warst und so. Maurer, ne? Ich war Maurer, genau. Das ist natürlich schon ein ganz krasser Wechsel. Also jetzt immer nur noch so mit Autos und Flieger und alles halt unterwegs. Und halt einfach die Chance, auf der Bühne zu stehen und halt mit coolen Menschen, sag ich mal, arbeiten zu können, ja, wie beim Album zum Beispiel, vielleicht kennst du die Gruppe Metcon, weiß ich nicht. Metcon hat das Ganze produziert, also wir waren in Holland und da, mit solchen Leuten einfach die Chance zu haben, einmal nur zu arbeiten mit denen, das ist so, finde ich sowas von geil und halt einfach Fans zu haben und denen was zurückzugeben, weil die mich so unterstützen, das ist das Schönste. Du hast ein Video gemacht, war das zum ersten Album, wo es gleich am ersten Tag 600.000 Zugriffe hatte, ne? War das ja, beim ersten Album? Du fragst mich, was du weiß ich gerade selber nicht mehr so wirklich. Also gut, aber ich glaube, das war das Erste. Das war am ersten Album. Das war, glaube ich, das Erste, ja. Das ist unglaublich. Wie, ja, wie gehst du mit krass. Diesen Sachen um? Weißt du, ich denke, du bist noch so jung und dann, was? Dann ändert sich das ganze Leben. Ah, ich bin doch schon ganz alt. Ja, ist klar. Du bist noch jung. Also ich bin ein alter Typ. Nee, Quatsch. Also schau mal, Schweizer Mentalität. Ja, genau. Oh, ich ja, klar bin ich noch jung, aber ja. Also ich kann eigentlich ganz gut mit dem umgehen. Klar, es ist krass, wenn du denkst, so viele Leute haben jetzt so ein Video gesehen oder halt auch so ein Album oder kommen ans Konzert und so. Also ganz viele Leute informieren sich halt über dich und wollen wissen, was du gerade machst. Aber mit der Zeit, also klar, mit der Zeit normalisiert sich das irgendwie ein bisschen im Kopf. Klar, man weiß, okay, das ist so. Aber es ist jedes Mal wieder krass, wenn du natürlich irgendwo ankommst und die Leute kreischen einfach. Ja. Und das ist immer so wieder... Ah, oh, okay, hi, ja, freut mich auch und geil und es ist immer ganz speziell, so empfangen zu werden. Und du bleibst auf dem Boden, absolut. Ja, auf jeden Fall, das ist mir auch wichtig. Ja, und wenn es mal nicht so sein sollte, dann ist halt immer mein Bruder dabei, der würde mich dann wieder auf den Boden zurückholen, ja, mach jetzt nicht das und so, nee, Quatsch. Der ist auch immer dabei und ist schon das, ein bisschen das Stückchen Familie, was mich auch ein bisschen so begleitet. Mhm. Genau. Ich habe dich vorhin schon angesprochen auf deine Narbe, vielleicht wissen das viele noch. Komm, erzähl mal, was du da gemacht hast. Ja, das war ganz witzig. Also nee, witzig war es nicht. Quatsch. War ich 10 Jahre alt, mit meinem Cousin Baseball gespielt. Mhm. Also du wärst jetzt mein Cousin, ich wäre ich. Genau, und der hat halt so gespielt. Aber geschlagen, ich stand halt hier vom falschen Ort und voll hier mit dem Gesicht rein. Ja, noch Glück gehabt, weil die Narbe geht halt voll ziemlich hier ins Auge. Bis schön. Oh, das war nicht, oh. Das oh, war nicht schön. Nein. Aber sie ist süß. Genau. Sie passt irgendwie dahin. Süß, ja. Super. Ja, so Narben sind manchmal. Ja. Ich mache mir hier auch noch eine süß. komm, sagen falsch, ich mache das richtig. Nein, Spaß, ich würde nicht anfassen. Nein. Nee. Was macht machst du denn dann noch? Narben, ne? Ja, Narben machen interessant. Super. Du hast immer ein Gesprächsthema. Ja, das ist super. Weißt du, wenn wir Mädchen mal nichts haben zum Reden, kann ich sagen, so, ja. Oh, okay. Was hast du da? So ist es. Was machst du in deiner Freizeit? Hast du noch Freizeit? Ja, die Freizeit ist natürlich sehr begrenzt.
Ja, begrenzt, genau, du sagst es. Wenn ich mal frei habe, dann bin ich meistens im Bett. Nee, mach auch was mit meinen Freunden. Klar, also jetzt groß in die Stadt kannst du natürlich dann auch nicht. Ich habe es gestern gemerkt, war in Kaiserslautern. Gedacht, komm, wahrscheinlich nicht so groß hier. Hab ich gedacht, gehst du mal shoppen? War ich im New Yorker drin, geh in die Garderobe angezogen, so, diese Hose habe ich mir gekauft da, kam raus, die ganze Bude voll. So, ey, komm zur Autogrammstunde, ja, wir wollen jetzt. Und oh, okay, ich gehe lieber. Weil das natürlich muss schon, ja, kommst halt dann nicht mehr so leicht weg. Und deswegen, wenn du dann mit Freunden halt auch in die Stadt gehen würdest, bist halt voll beschäftigt, dass ja dann auch nicht, wenn du mal frei hast, oder dann machen wir halt mal zu Hause was und so. Schön. Genau, aber auch einfach mal schlafen, das tut auch gut. Na klar, brauchst du ja auch. Du brauchst die Ja, Kraft für die sicher. nächsten Auftritte. Das ist so. Erzähl uns von deinem Album. Ja, Es also heißt Living the Dream. es heißt Living the Dream. Genau. Aus diesem Grund, weil ich halt momentan diesen Traum seit einem Jahr lebe. Und das Krasse ist halt, also das, was ich ganz cool finde, dass ich ihn jetzt noch leben kann. Weil man sieht ja auch immer, ob es jetzt bei Castings ist oder auch bei anderen Sachen, es kann so schnell wieder halt runtergehen. Ich meine, die Frage, die höre ich, oh, du hast es jetzt noch nicht gefragt, aber bei jedem Interview so, und jetzt geht es ja dann wieder runter, oder? Nein, ist es aber zum Glück nicht. Deswegen habe ich auch jetzt dieses Album wieder gemacht. Und es ist halt cool, dass ich diesen Traum noch leben kann. Wie schon gesagt, es hat mit Metcon produziert. Alle, die Metcon kennen, also ich finde die super, Ja. kommen von Holland. Auch geile Geschichte, ich habe die einfach mal angefragt, habe gesagt, du, bin ein riesen Fan von euch, mach selber Musik, du Lust, was zusammen zu machen. Sie melden sich eh nicht. Dann haben sie sich gemeldet und kam dann mit der Single hier Shameless um die Ecke und gesagt, wie gefällt dir das? Das könnten wir zusammen machen. Ich so, boah, geil, machen wir. Ja, und so ist das alles entstanden. Die Nummer 11 und die 12, also The Best Thing und Closer to You, habe ich selbst geschrieben vor einem Jahr. Oh. Genau, haben leider zeitlich aus solchen Gründen nicht aufs erste Album gepasst. Okay. Aber jetzt zum Glück beim zweiten haben die es drauf geschafft. Finde ich auch ganz cool. Also noch mal ein bisschen. Wie soll ich sagen? Mehr von dir. Mehr, ein Stück mehr von mir jetzt Ja. auch noch drauf. Und das finde ich ganz cool. Also Living hat the mich Dream gefreut. ist ja, du machst ja schon von Kindheit an Musik, ne? Schon Ja, als kleine Zwetschge hast du schon Musik gemacht. da habe ich nicht nur gehört. Im Kindergarten habe ich halt Schlagzeug gespielt. Also mein Vater hat immer Schlagzeug gespielt, da habe ich dann Schlagzeug gespielt. Also dann 10 Jahre Unterricht genommen, danach Klavier, weil meine Schwester Klavier Das hast du gespielt dir hat. selbst beigebracht, Alles, ne? ja, Klavier selbst und Gitarre auch, aber Schlagzeugunterricht, genau. Und dann kam eigentlich erst das Singen. Als Sänger war so zwischen Klavier und Gitarre. Habe ich dann Okay. gemerkt, du könntest eigentlich dazu singen, wenn du hier schon Piano spielst. Das klingt dann eigentlich noch besser. Ja, und dann kam das irgendwie. Und hast du Genau, so gesagt, so, ganz das ist witzig. mein Traum. Genau, habe ich gedacht, komm. Also habe dann schon früher so kleine Auftritte gehabt, aber wie jeder weiß, ist halt schwierig. Also du probierst dann an Leute ranzukommen, wo es dann aber doch nicht klappt. Dann habe ich gedacht, komm. Jetzt wachst du den Schritt, du bist noch jung, du Eben. bist, ich war damals noch 16, als ich zum Casting ging. Gedacht, komm, wenn du es jetzt packst, ist natürlich geil. Weil du bist noch jung, kannst so viel machen. Ja, und dann hat es geklappt. Das ist ja auch cool, weißt du, es sind jetzt so viele Schweizer bei DSDS und ihr werdet super aufgenommen auch in Deutschland. Also du hast ja hier Hits nacheinander, ne? Ja, genau. Also das war auch witzig. Danach haben es dann wieder, also jetzt bei dieser Staffel ganz viele Schweizer probiert. So viele Schweizer hatten sie noch nie bei den Castings. Das war ganz witzig. Und jetzt natürlich die Beatrice, die da dabei ist. Ja, finde ich auch wieder cool. Klar, Schlager ist jetzt nicht, also ich mache jetzt keinen Schlager, aber trotzdem, ich finde die Frau super. Also was die für eine Performance auf der Bühne Der ablegt Hammer, ja. und ich glaube, die hat ganz gute Chancen. Also ich bin gespannt. Bin aber beim Finale dabei und Du bist dabei, drückst ihr die Daumen, drücke ihr auf klar. jeden Fall die Daumen. Also ihr Genau. wisst ja jetzt, für wen ihr anruft. Es war jetzt so ein kleiner Wink. Kleiner Jetzt Wink. haben wir noch auch noch Werbung für DSDS gemacht. Ist ja okay, müssen wir ja auch machen, da kommt er ja her, unser Luca. Komm, Genau. erzähl uns noch einen kleinen Schwank aus deinem Leben, was du einfach loswerden magst, was jetzt die anderen Radios noch nicht gefragt haben. Ich frage dich ja auch nicht, oh, jetzt geht's wieder bergab, da wäre ich ja bescheuert. Ne? Das mache ich ja nicht. Ich will ja, Ja. dass es bergauf geht. Ich Eine will ja ganz hier liebe Frau hier neben mir. noch Also das hat mehr irgendwann. CDs von dir vorstellen. Genau. Ja, was kann ich noch so Spannendes erzählen aus meinem Leben? Ist es deine Lieblingskette? Ja, das ist auch Steht ganz da auch da witzig. Die drauf? habe ich bei der zweiten Tour, bei der Thank You to the Fans Tour, von einem Fan geschenkt gekriegt. Stimmt, da Und warst du ja auch noch. die hat mir schon gefallen. Ich kriege eigentlich immer ganz viele Sachen und ich kann ja nicht alles anziehen. Aber diese Kette, die hat mir so gefallen, dass ich die angezogen habe. Dann gestern bei der Autogrammstunde kam die wieder. Hat gesagt, kann ich deine Kette haben?
Also es war die gleiche, aber nicht mal gewusst. Nein, die ist doch super. Ja, sie hat mir jetzt neue gekauft, genau gleich, aber sie will meine wieder. Ja, jetzt habe ich die wieder, aber in neu. Und ah, sie hat jetzt meine. Also sie wollte nur deinen Duft. Ja, genau. Aber ich denke.